Joschi baute sich vor Justine auf, sah sie verwundert an, rümpfte dann die helle Katze. Ein Freitagmorgen an einer Grundschule in Lindlar, Schmitzhöhe. Antje Zillert liest aus Justine ihrem Buch über Kinderrechte. Nicht die von Kindsoldaten in Afrika, sondern die von ihren Zuhörern, die Rechte von Kindern in Deutschland. Auch in Deutschland gibt es genug Kinder, die hungern. Gibt es unzählige Kinder, die misshandelt werden? Gibt es Kinder, die nach außen ein Luxusleben führen und trotzdem emotional total verwahrlost sind, weil sie vorm PC gesetzt werden, weil Liebe falsch verstanden wird, indem sie Dinge gekauft bekommen, aber eben keine Zuwendung oder keine Zuneigung mehr empfinden oder niemand, der Zeit mit ihnen verbringt. Und deswegen wollte ich ein Buch schreiben, das genau hier handelt, also wirklich in Deutschland. Auch dabei Hermann Josef Terbroke, Bürgermeister vor Ort. Ja, was machst du in der Freizeit? Oh, gestern Abend habe ich ein bisschen Fußball gespielt und da habe ich mich so angestrengt, dass ich heute Morgen kaum aus dem Bett konnte. Dem Politiker ist der Kontakt zu den Kleinsten seiner Gemeinde wichtig. Der vierfache Vater hat regelmäßig Sprechstunde für den Nachwuchs. Und wenn wir dann ins Gespräch kommen und die Kinder mir berichten, was ihnen wichtig ist, in ihrem Zuhause, im Umfeld, in der Gemeinde Lindlar. Und ich dann umgekehrt frage, was sie dazu beitragen, dass es so schön bleibt, wie sie es erleben und was sie noch verbessern wollen. Dann kommen Anregungen zutage, über die man als Erwachsener immer wieder überrascht ist und die einem dann schon zu denken geben. Und darum bin ich dann sehr dankbar für diese Gespräche. Für die Schüler ist der Tag etwas Besonderes. Wochenlang haben sie sich vorbereitet, gemalt, gesungen. Buchheldin Justine zur Puppe werden lassen. Die Begegnung im Bergischen ist eine von vielen. Antje Zillert ist in ganz Deutschland unterwegs mit ihrem Buch. In ihm kommt Justine zu Kindern, die Hilfe brauchen. Die Autorin will den Kindern zeigen, dass in jedem eine Justine steckt. Wenn ich eine Idee hätte, was ich gerne damit vermitteln wollte, ist zum Beispiel auch in alltäglichen Dingen, wie zum Beispiel, wenn mich jemand schlägt, ein anderes Kind, oder ständig mobbt, dass ich dieses Gefühl habe oder das Wissen habe, da gibt es ja so einen Vertrag, diese UN-Kinderrechtskonvention. Und da drin steht zum Beispiel, dass die Kinder ein Recht drauf haben, gewaltfrei aufwachsen zu können. Und wenn ich das weiß, kann mich das vielleicht auch ein bisschen stärken. Und ich denke, wenn man den Kindern das so nahe bringt, dann verstehen sie das schon, sicherlich. Und ich glaube, dass es auch nachwirkt. In Schmitzhöhe geht ein aufregender Freitagmorgen zu Ende. Ihn und ihre Rechte werden die Kinder so schnell nicht wieder vergessen.